bin Hauptmann Bernhard Lindenberg. Ich bin Kommandant der 2. ABC-Abwehrkompanie des Kommandos ABC-Abwehr und wir befinden uns hier am Katastrophenhilfsübungsplatz Tretolwerk. Derzeit führen wir eine gemeinsame Übung mit der Donau-Universität Krems durch, um Kulturgüter nach einem Erdbeben zu bergen. Mein Rette- und Bergezug ist ausgebildet, um sowohl Personen zu retten als auch Sachgüter aus Vertrümmerungen zu retten. Und sollte es zu einer Assistenzanforderung kommen, ist es wichtig, dass zivile und militärische Organisationen eine gemeinsame Sprache sprechen. Der Katastrophenhilfsübungsplatz Tretolwerk eignet sich besonders gut für solche Übungen, weil man hier möglichst realistisch, aber auch im sicheren Umfeld üben kann. Das Szenario für die Übung ist ein fiktives Erdbeben mit Epizentrum in der Nähe von Wiener Neustadt. Dort befindet sich auch der Übungsplatz Tretolwerk. Den Übungsplatz Tretolwerk haben wir für diese Übung in ein Schloss umgewandelt, ein UNESCO-Welterbe. Analog zum Schloss Schönbrunn gibt es hier viele wertvolle Sammlungsgegenstände. I am Cristina Collettini and I am an architect and work for Italian Cultural Heritage Minister. I am part of the crisis unit because in Italy we have a specific law for cultural heritage during a calamitous event, a disaster. We have had now in Italy a terrible earthquake, a sequence of earthquakes they have been, and so our crisis unit is now operative. The most important things to do after a calamitous event, as an earthquake is to save human beings. But as soon as the firefighters and the civil protection has completed this first part of the operation, it's important to start with cultural heritage, safeguarding and securing. And that's what the crisis unit do with the help of Carabinieri of Nucleo Tutela and with the help of firefighters and of civil protection. Now I am here in Tretolwerk to have an exercise, an evacuation exercise. I think that is a very important aspect of all the activities after a calamitous, in emergency period. We do not have in Italy practical exercise, but I think that is a very important aspect of our job. Hi, my name is Kimberly Himmer and I am a game designer, and one of the things that I focus on is building training games about items and topics such as cultural property protection, and that's why I'm participating in this exercise this weekend, because games are about doing things, not just reading training material in a book, and this has been vital for me to see how cultural property experts actually work in the field, so that it's informing my game design and the training games I make about cultural property protection. So today I'm going to give you a brief overview of our site here. This is Castle Tretol and it is south of Vienna. It's a UNESCO World Heritage Site and it was the summer palace of the Empress Anna Maria. We did a reconnaissance yesterday with about 11 cultural property experts across the site and determined the most critical areas that we needed to focus on today. We're very lucky to have some experts from Italy that dealt with the earthquake in 2016 and also some experts from Vienna that specialize in statuary and those types of items, because we've had some very interesting things to recover today. And we're also lucky to have two squads from the Krems area that are helping us retrieve some of the more difficult items because the buildings have collapsed. So again, these are the grounds of Castle Tretol. We are currently here in this headquarters building. There were a few sites that we recognized that we could actually recover articles from. The first is the management building here, and there's a series of furniture items there. Chippendale furniture, some chairs, a bed, and a couple chests that we're recovering there today. Chippendale.
Okay, there's a chest of drawers in here. Quality furniture. So, jetzt stellen wir da rein. There's a site down here that we were able to, this is the chapel, and we were able to secure a shrine there last night in place. Unfortunately, we don't have the equipment to remove it today because it's a very heavy object, so we were able to secure the frescoes from the elements, and our Italian CPP experts were critical in helping us understand exactly how to secure the frescoes from damage from the rain. This site down here is the restoration building, and this was damaged heavily, and this is the focus of the urban search and rescue team right now because of the equipment that they've been able to assemble here at the site and their expertise. They are currently breaching a wall in order to remove Empress Anna's dowry chest, and that's it's a very fragile item. So that'll be one of the main efforts. Tell me when. Okay, good, good, excellent work. Nice, nice and steady. I will tell you when tell me when you got it. Because now it's through the hole. You got just maybe 2 inches. There we go. Okay. Good work. Here is the main castle building. And there are two efforts ongoing here, some with the cultural property experts picking up and securing and cataloging the smaller items. We also have a statue that's on the ceiling that, or on the roof, excuse me, that needs to be brought down from the roof. And the fire brigade is helping us with that. Diese Übung hier finde ich sehr spannend, sehr lehrreich, weil ich jetzt das erste Mal sozusagen wirklich in so einer Krisensituation aktiv mitarbeiten kann und eben auch mit den anderen Einsatzkräften, also Militär, Feuerwehr, gemeinsam sozusagen dieses Szenario durchspielen kann, und ich konnte mich halt spezielle Steinrestauratorin bei Skulpturen aus Stein, die auch geborgen werden mussten, mit meiner Expertise einbringen. Und wir haben eine Skulptur beispielsweise auf dem Dach gefunden. Wir haben diese dann in einem ersten Schritt einmal gesichert, sprich auf Holzbalken aufgelagert, damit sie nicht mehr direkt auf dem Boden aufliegt. Wir haben Brüche, die waren versucht zu sichern. Leider sind diese Frakturen so
tiefgreifend gewesen, dass wir ein paar Teile verloren haben, aber die einfach fachgerecht gesammelt haben, dass sie später dann einfach während einer Restaurierung wieder angebracht werden können. Und jetzt arbeiten wir eben gerade mit Feuerwehr und Militär, mit den technischen Hilfsmittelmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ein Konzept, wie wir die Skulptur vom Dach sozusagen sich auf den Boden und dann weiter in die temporären Lagerhallen verbringen können. Und so wie es aussieht, wird dann eine Art Flying Fox gebaut, soweit ich das von den Kollegen jetzt mitbekommen habe. Aber wir warten noch, ob das auch wirklich möglich ist, ob die Verankerung hält und dann sehen wir, ob die Skulptur heil nach unten gebracht werden kann. Halt! Halt! The other side of interest here is a cistern. And the fire brigade was able to help us retrieve the there was a bust that was down below ground about I think 18 meters and through an old water tunnel system. So they were able to bring that out and then using their equipment hoist it up into the air. Der 32 Meter Büste herausstehen, übergeben an Experten, Abtransport mittels 19 S27 eingeleitet. Kommen. Here, and this is a perfect place for securing the cultural property. And we have a site established there to inventory and secure those items. We are now at the temporary storehouse, and a lot of pieces has just arrived from one monument, that is the management. So we have different choice, different opportunities to organize the storehouse. We can use steel boxes, or we can use metal racks, or as in this case, we prefer to divide the area to divide the space in different areas, and particularly in four areas, because we are expected to have cultural properties from four monuments. When our crafts arrive at the storehouse, they arrive with a four number, and we need to connect the four number with the exact position in the storehouse, and with this system we can create a storehouse code. Mein Name ist Hannes Schramm, ich bin Offizier im österreichischen Bundesheer und arbeite dort in einem Bataillonsstab. Gleichzeitig studiere ich an der Donau-Universität Krems im Studiengang Kulturgüterschutz. Das bringt mich in die Organisation dieser Übung im Tritolwerk im Jahr 2018. Ich habe mich hier besonders auf die Herausforderung für die Studenten gefreut, dass diese eine gemeinsame Sprache mit Rettungsorganisationen und Einsatzorganisationen erlernen können. Dies haben wir wunderbar beobachten können, indem die Studenten einerseits ein Führungsverfahren durchführen konnten, andererseits aber auch gleichzeitig eine Befehlsausgabe an eine Einsatzorganisation, somit an einen Rette- und Bergezug, durchführen konnten, wo natürlich dementsprechendes Feedback gegeben wurde. Die Teilnehmer mussten somit die Bergung von Kulturgütern planen, die Einsatzkräfte darin einweisen und schlussendlich die Rettungskräfte auch an den Schadstellen bei der Bergung von Kulturgütern anleiten.